Hallo liebe Easterly-Studierende, heute möchte ich euch in einem Tutorial das Literaturverwaltungsprogramm Citavi vorstellen. Ihr seht das Symbol hier auf meinem Desktop. Citavi ist eine Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation. Das System unterstützt sowohl die Literaturrecherche als auch die Erschließung und Einbindung der Rechercheergebnisse in das wissenschaftliche Arbeiten. Hier unter citavi.de könnt ihr euch Citavi herunterladen. Allerdings ist das System nur in einer abgespeckten Version kostenfrei. Und zwar in einer Basisversion, in der man unbeschränkt 100 Literaturtitel in das System einpflegen kann. Hier funktioniert der Download. Ich finde, 100 Titel reichen voll und ganz aus, wenn man zum Beispiel eine Hausarbeit erstellen will, eine Bachelorarbeit, vielleicht sogar schon für eine Masterarbeit. Um Citavi im vollen Umfang nutzen zu können, benötigt ihr einen Lizenzschlüssel. Dieser ist für die Studierenden der Uni Paderborn kostenfrei zu erhalten, und zwar über die Universitätsbibliothek. Ihr besucht die Homepage der Uni-Bibliothek Paderborn, geht auf Recherchieren. Hier unten Hinweise zur Nutzung der kostenfreien Angebote und der zweite Bullet Point ist die Literaturverwaltungsprogramm Citavi. Hier sind alle wichtigen Hinweise zur Nutzung von Citavi hinterlegt. Der Punkt Citavi für Einzelprojekte nutzen ist für euch besonders interessant. Schritt für Schritt wird erklärt, wie ihr euch die Software runterladen müsst und den Lizenzschlüssel anfordern könnt. Allerdings kann ich euch empfehlen, an einer von der Uni-Bibliothek angebotenen Schulung teilzunehmen. Für die Bremer oder wer keine Zeit hat, an der Schulung teilzunehmen, könnt ihr alternativ auf YouTube euch einige Tutorials anschauen. Gleich werden euch einige Tutorials in deutscher Sprache angeboten. Wie ihr seht, gibt es bereits schon jetzt Citavi 4. Derzeit über die Uni-Bibliothek wird allerdings Citavi 3 noch vertrieben. Nun möchte ich euch noch zeigen, wie ich Citavi nutze. Dazu öffnen wir meine Projekte. Wie ihr seht, habe ich Citavi bisher auch nur für Einzelprojekte genutzt. Mein Projekt Anna Maria öffne ich jetzt einmal. Das dauert eine Weile. Weil ihr seht, ich habe inzwischen über 1800 Titel eingefügt, da ich ja Citavi schon über viele Jahre nutze. Was kann ich nun damit machen? Zunächst einmal kann ich neue Titel abrufen und einfügen. Das geht einmal hierüber, über den Button Abrufen per ISBN. Ich habe nun mal eine ISBN gespeichert von einem Buch. Gehe auf Eingabe übernehmen und tatsächlich ist es sofort gefunden worden. Es handelt sich um das Buch Pädagogische Medientheorie. Ich kann nun auf Titel übernehmen gehen und das Buch ist ganz, wie es sein sollte, in meinem Citavi aufgenommen worden. Hier seht ihr die Übersicht, sogar mit einem Abstract. Ich kann noch Schlagworte hinzufügen, Kategorien. Bei Titel sind alle Angaben übernommen worden, der Verlag, das Jahr und so weiter. Allerdings muss man darauf achten, ob auch wirklich tatsächlich alles übernommen wird. Oftmals fehlen Angaben oder sind nicht korrekt. Auch beim Inhalt ist bisher nur das Abstract drin. Man könnte auch noch das Inhaltsverzeichnis hinzufügen und auch eine eigene Bewertung vornehmen. Zusammenhänge, Zitate, die ich aus dem Buch übernommen habe, sind auch noch nicht eingefügt. Auch so eine Funktion wie Aufgaben oder Orte nutze ich eigentlich nicht. Wichtig ist noch eine Angelegenheit. Ihr seht, das Buch für Fromme Johannes ist als Buch oder Monographie übernommen worden. Das ist ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Es handelt sich aber um ein Sammelwerk. Also muss ich es ändern, indem ich von Buch Monographie auf Sammelwerk gehe
und auf OK gehe. Und nun werden die Autoren zum Herausgeber. Ich habe auch festgestellt, dass nicht alle, nur der erste Autor übernommen wurde. Der zweite Autor, Werner Sesing, den ich ja auch schon öfter mal verwendet habe. Sesing, Werner. Ja. Und so ist dieser Titel jetzt optimal übernommen. Wenn ich jetzt einen Beitrag aus dem Sammelband übernehmen möchte, kann ich auf Beitrag hinzufügen und den Beitrag manuell hinzufügen. Ja, eine andere Funktion, wie man Bücher einfügen kann, geht über den Button Recherchieren. Hier kann ich zum Beispiel einen Freitext eingeben, den Autor oder auch den Titel. Wir können es hier schon mal nochmal versuchen. Pädagogische Medientheorie und suchen. Und so werden verschiedene Kataloge gesucht. Ja, ihr seht auch hier, ist das Buch gefunden worden. Ich kann auf den Titel gehen, Titel übernehmen. Hier steht es natürlich, dass ich nur den angekreuzten Titel übernehmen will. Ja, und das Buch wird ein weiteres Mal übernommen worden. Hier ist es richtig als Sammelwerk übernommen worden, aber ihr seht auch hier, dass ein Autor fehlt. Ja, so kann man Bücher hinzufügen. Ich kann aber auch in meiner Literatur suchen, wenn ich zum Beispiel nach einem bestimmten Autor oder Schlagwörtern suchen will. Zum Beispiel möchte ich jetzt nach einem Buch von Thomas Bernhard suchen. Ich weiß, dass ich das eingefügt habe, gehe auf Suchen und ich sehe hier Bernhard Kirchner, den Titel E-Learning 2.0 im Einsatz, du bist der Autor, wenn ich draufklicke, komme ich zu diesem Buch. Über Suchen kann ich natürlich auch Literatur zu bestimmten Themen suchen. Nehmen wir mal an, Jugend. Hier werden dann alle Bücher mir angegeben, die zum Thema Jugend verschlagwortet sind. Eine weitere Funktion, die ich sehr häufig nutze, ist das Erstellen eines Literaturverzeichnisses, zum Beispiel für einen Aufsatz, den ich geschrieben habe, mit Hilfe von Citavi. Dazu gehe ich auf Zitation, Publikationsassistent und suche nach dem entsprechenden Titel, den ich in das Literaturverzeichnis einfügen kann. Dazu ist es natürlich notwendig, dass erst ein Word-Dokument, in dem die entsprechenden Literaturverweise verfügt sind, angeklickt wird. Hier zum Beispiel brauche ich den Verweis Arnold et al. 2011. Gehe hier auf Auswählen, Arnold, und ich sehe hier Arnold Kilian, das ist das Buch, was ich suche, und ich kann hier auf Direkt in Word einfügen, den Verweis hinzufügen. Jetzt habe ich noch weitere Verweise, wie zum Beispiel hier Magenheim Meister, auch diesen Verweis suche ich im Zitat. Hier ist er schon und auch hier kann ich wieder den Verweis direkt in Word einfügen. Noch einen dritten Verweis, Juri 2010. Es ist natürlich notwendig, dass vorher alle Verweise, die ich suche, in Citavi eingefügt sind. Hier weiß ich es, auch hier ist er. Ich kann sogar noch auf Doppelklick gehen, das geht noch einfacher. Ja, ich speichere mein Dokument und will natürlich nun das fertige Literaturverzeichnis erzeugen. Dazu gehe ich wieder auf Zitation, Publikation formatieren und muss das Dokument hinzufügen. Ihr könnt es an eurem Computer suchen. Hier ist mein Dokument, ich öffne es und ihr werdet gleich sehen, er hat drei Titelplatzhalter gefunden. Wenn ich jetzt auf Jetzt formatieren gehe,
speichert er das Dokument mir unter einem neuen Namen, nämlich mit dem entsprechenden Zitationsstil, den ich ausgesucht habe, in diesem Fall den Basisstil, den ich meistens nutze, gehe auf Speichern und das Dokument wurde erfolgreich formatiert. Jetzt möchten wir noch sehen, wie es aussieht. Ich gehe auf Ja und ihr werdet sehen, ganz von allein ist am Ende das Literaturverzeichnis generiert. Allerdings muss man es immer noch kontrollieren und für so einen kurzen Artikel mit 3 Verweisen lohnt es sich nicht. Allerdings bei einer Diplomarbeit oder gar bei einer Doktorarbeit, in der man mehrere 100 Verweise hat, lohnt es sich auf jeden Fall. Hier ein kleiner Einblick in meine Arbeit mit Citavi. Es gibt noch sehr viele andere Funktionen, wie zum Beispiel den Citavi-Ticker, dass ich Dokumente, die ich im Internet suche, mit Hilfe des Citavi-Tickers direkt in Citavi übertrage. Das klappt, allerdings ist es auch da, steckt auch hier der Teufel im Detail. Man muss sehr genau überprüfen, ob auch alle Angaben übernommen wurden. Viel Spaß beim Ausprobieren, wünsche ich euch.